Hey Leute, willkommen zum neuen Video. Ich möchte euch heute eine Stadt vorstellen, beziehungsweise nicht vorstellen, sondern ich möchte eine bauen mit euch. Und heute möchte ich schon mein Hauptgebäude, also für uns ein kleines Gebäude bauen und für die Sicherheit sorgen. Also fangen wir direkt mal an. Ich habe schon vorhin was besorgt. Und ja, fangen wir doch direkt mal an. Let's go. So Leute. Also wir wollen ein 6x6 Haus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte. Okay. Und dann wollen wir jetzt wieder 6x6, also ein 6x6 Quadrat und da drin ein kleines Haus bauen. Jetzt machen wir mal hier die Tür ganz am Ende. Ich weiß, das sieht jetzt so aus. Das beheben wir im nächsten Video und wollen dann hier jetzt hoch. Weil die Monster sind ja auch nervig. Und gegen die wollen wir uns schützen. Wisst ihr? Und eine Stadt, dachte ich, ist ganz cool mal zu bauen. Und ja, ich sollte mir vielleicht mal auch irgendwann eine Spitzhacke bauen, damit das auch nicht mehr passiert. Ich komme da oben nicht mehr dran. Okay. Ja, gut. Egal. Ist sogar eigentlich nützlich fürs Dach dann jetzt. Wir bauen einfach jetzt schon das Dach. Es geht doch gleich schon unter die Sonne. Was nicht sehr schön ist. Schon ein Fenster. Und ja. Jetzt holen wir hier Holz. Und dann gleich werde ich mich im Kreativmodus mal spammen, weil in der Nacht wäre ich nicht so gerne im Überleben. Können wir meine Stadt ohne Nacht. In der Nacht können wir das Kreativmodus mal bauen. Wird auch bald Nacht, aber erst bald. So. Schon mal gut. Denn wir können jetzt schon mal ein Crafting Table machen. Und ein paar Sticks. So. Was soll schon? Okay, dann spammen wir uns mal in die Einstellung rein. Ändern es. Weil wir wollen jetzt nicht angegriffen werden für die ersten zwei Nächte. Also bringt das uns jetzt sowieso nichts mehr. Aber Schwert werden wir uns jetzt noch nicht einfach so rauscheaten. Wir werden erstmal uns ein Bett cheaten und auch eine Laterne, wenn ich die jetzt finden würde. Da ist er. Ihr könnt euch eine nehmen. Und dann können wir jetzt eigentlich schon anfangen und die Mauer ziehen. Und ja, das können wir jetzt auch mal eben alles. Das ist nämlich jetzt einfacher. Ich kann es vielleicht auch nachvollziehen. Ich würde sagen, wir machen die Mauer erstmal hier so am Anfang. Muss ja noch nicht so übelst krass sein. Aber für den Anfang kann es ja schön sein. Klein, aber süß.
Und hier müssen wir dann einen runter, damit wir den Block setzen können. Die ekelhaften Spinnen, echt. Die nerven. So, so, so. Wir machen bei 3 hoch und dann drauf die Mauern. Drei hoch, das ist jetzt nicht mehr 3 hoch. Deswegen macht man dann immer so eins. Dann macht man das quasi so. Jetzt sollte man hier auch steuern und so für die Sicherheit dann später. Aber später. Und wir suchen uns noch einen Namen in der nächsten Folge aus für die Sicherheit. So, hier nochmal kurz. Und ja. Dann müssen wir hier wieder einmachen. Einhören. Und dann 3.14 ist einfach ein Block hinzumachen. Die Spinnen und so, die bringen wir später mal weg. Zum Abfall. Jetzt erstmal aber eine Mauer. So, fast fertig. Zur Abwechslung können wir jetzt schon mal die Bruchsteinmauern bauen. Damit es einen besseren Stil hat. Also einen besseren Style. Und im nächsten Mal werden wir vielleicht auch dann die Mauer zum Bruchstein eher machen. Vielleicht sieht es dann besser aus. Keine Ahnung, gucken wir mal, ob wir es so lassen oder ob wir es wechseln. Ja, sieht ganz okay aus, oder was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es mal 2 hoch ist, ist es auch nicht schlimm. Hat ja sowieso keiner drüber. So, zack. Hier ist der Abschluss jetzt. So, hier noch meine Bruchsteinmauer. Denn später kommt auch noch ein Eingang, der beleuchtet ist. Darf natürlich nicht fehlen. Zack, zack, zack. So. Ja, es sieht halt blöd aus hier mit den Bergen, aber was will man da dran tun? Und jetzt will ich erstmal einen Spawnpoint für die nächste Nacht schon nutzen. Nicht, dass hier wieder einer reingeht einfach. Ein Monster. Hier eine Laterne, ist keine Zeit, nur eine, ist auch egal, so, ja. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, dann machen wir hier wieder einen, 1, 2, 3, 4, 5 und
Ja, eine oder nee, kann man direkt gerne wandern. Und dann nee, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, hier kommt er. So, 1, 2, 3, 4. Okay, dann hier wieder. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, und dann hier wieder. 1, dass hier keine Monster spawnen können. Dann wollen wir gleich noch den Eingang hier. Das ist sehr schön hell. Also, dann natürlich. Nee. Sieht das gut aus? So, nee, feiere ich jetzt nicht so. Packen wir die Laterne rein. Jetzt egal den Abstand, wir wollen nur drin ein bisschen, dass es symmetrisch ist. So. Es sieht schon mal sicherer aus. Hier vielleicht noch so ein bisschen. Einfach so als Sicherheit. Wer steht hier? Ist jetzt egal. Und jetzt können wir hier mal die Höhle schließen. So, lieber Creeper, sie können jetzt nicht mehr hier rein. Es wurde schon mal ein bisschen mehr beleuchtet. Sieht jetzt vielleicht hässlich aus, aber es ist besser, als wenn es nicht so ist. Die können ja überall spawnen, wo Glück ist. Desto mehr Helligkeit, desto weniger können die an einem Ort spawnen. Ganz gut. So, hier, hier, hier. Noch mal so ein bisschen extra. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, Lampen, wenn man so denkt. Ist aber im Endeffekt später nicht mehr, weil wir das dann alles zu Laternen umbauen. Jetzt ist ja erstmal ein Grundriss. Jetzt können wir so eine Kleinigkeiten machen, wie so eine kleine Tafel, wie jetzt halt später unsere Stadt aussieht. Halt. Hier ist eigentlich schon der perfekte Platz dafür. Findet ihr es so besser? Oder so? Ich würde ja bei so lassen. Obwohl, nee, ganz weg sieht viel besser aus. Dann sagen wir, wir machen hier so. Dann packen wir hier die Stufen an. Und ja, das sieht doch schon viel besser aus. Und dann können hier so Sachen dran stehen. Ihr wisst, wie ich meine, wahrscheinlich. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare, was ihr für Fragen habt. Hier können wir so eine kleine Kuppel bauen. Wird auch so groß ungefähr wie das Grundgerüst von unserem Gebäude. Also,
ungefähr. Wir testen jetzt mal aus, wie das so aussieht dann. Ja, sieht schon ganz geil aus, aber irgendwie fehlt da noch was. Ah, ja. Okay. Ich hab's raus. Wir müssen immer weiter nach innen gehen. Sonst sieht's ja nicht wie eine Kuppel aus. Und ja, dieses Föhn, ja, das ist meine Familie, die gerade mein Haus nutzt. Die sind heute zu Besuch da. Ja. Also, nicht zu Besuch, aber die wollten heute mal vorbeikommen. Und ich habe denen schon gesagt, dass ich heute aufnehme, deswegen ist für die auch nichts Schlimmes. Okay, ja, sieht jetzt nicht so geil aus von hier, ne? Also, sieht jetzt nicht so schön aus. Können wir aber später nochmal verbessern. Also, ich bin jetzt noch nicht ganz zufrieden. Es sieht jetzt eher aus wie eine Pyramide. Gut, ist jetzt egal. Okay, dann müssen wir uns einmal Diamantblöcke besorgen. Weil das so ein geiler Flex ist. So. Nehmen uns ein Beacon. Also wir nehmen Team Rot. Natürlich. Wo ist rotes Glas? Ich glaube, das war hier. Ja. Rotes Glas. Und einen Beacon. Wo ist dieser Beacon? Ach da. Hier ist er. Leuchtfeuer. Ich hoffe mal, dass der leuchtet. Weil ich kenne mich nicht so gut mit Beacons aus. Deswegen bauen wir hier. 1, 2, 3, 4. So. Dieses Format sollte reichen. Das ist nichts Interessantes, das ist einfach nur ein Freund von mir. Und hier. So. Dieses Format sollte reichen, da wir jetzt einmal es ein bisschen eins nach innen ziehen. Und jetzt bauen wir das einmal so. Nee, warte. So. Jetzt ist nicht symmetrisch, ne? Das ist nicht symmetrisch. Dann nehmen wir einfach. Dann nehmen wir hier den Beiner. Und das kann weg. So. Da schon hat man einen kleineren. Dann passt der jetzt auch 1a hier rein. Ja. Wir wollen den aber da unten haben. Wie hat denn der gerade geleuchtet? Steht doch auf dem Diamantblock. Okay, dann ist es so. Ja. Und der ist rot. So. Das ist unser Merkmal. Ihr könnt das, glaube ich, ganz gut sehen. Und jetzt bauen wir nichts weiteres
als ein Villager. Machen wir nichts weiteres außer einen Villager zu spawnen schon mal. Ein Villager schon mal und ein Eisengolem. Der ist hier drin wacht. Okay. Und vielleicht auf der anderen Seite auch nochmal. Weil es vielleicht auch nicht ausreicht. So. Und jetzt bauen wir schon mal Dorfbewohner hier rein. Zack. Können wir da schon mal machen. Oder wir machen so ein Vierer, aber wir geben nur. Also wir spawnen nur drei Villager und eins ist. Also, ein Stück der Welt. Ein Bett will jetzt nicht verarschen. So. Und dieses Bett hier ist für mich. Und jetzt wollte ich mir vorwärts. So. Ja, ein Bett ist dann für mich. So. Wir haben ein Kind bekommen. Und jetzt können wir Brunnen bauen und alles Mögliche. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Vielleicht bauen wir oder brauchen wir noch ein Schild für die Infotafel. Den Namen überlegen wir uns noch. Oder warte, wir reißen das mal ab. Das ist ein bisschen weit weg. Obwohl, war es jetzt das wert? Abzureißen? Nee. Lass uns mal so. War jetzt ein Fehler von mir abzureißen. Also natürlich der Präsident sind wir. Also geben wir jetzt einen Präsident. Das nächste habe ich mir nur eingestellt. Das kann ich auch wieder abmachen, also wegmachen. Das mache ich jetzt. Das immer noch nicht. Denn ich erstmal. Und ich heiße Nico. Wie ihr vielleicht schon erfahren habt. Ich werde mit C geschrieben. Nee, nicht Niki, sondern ist ja auch ein lustiger Name, aber so heiße ich nun mal nicht. So, Ben. Jetzt steht da Präsident Nico dran. So, also. Wir machen das. Das wäre eine gute Steuerzahlung. Neun Dias, einfach. Neun Diamanten pro jeden Freitag. Jeden Freitag. Also 9 jeden Freitag, hä? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Diamanten. Jeden Freitag. Wieso habe ich das jetzt? Weg. Diamanten. Ich habe ein Leerzeichen vergessen. Jeden Freitag. Freitag. Jeden Freitag. Sind die Steuern?
Und ja, sieht doch schon mal gut aus für den Anfang. Ich würde sagen, wir haben heute Gutes geschafft. Wir haben die Welt gut gemeistert und gut aufgebaut. Und ich möchte auch damit dieses Video beenden. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ja. Viel Spaß euch heute, habt einen schönen Tag, haut rein, euer Nico.